So Leute, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Heroes of the Storm. Der nächste mittlere Held steht an, mal Garnis und den kann ich mal gar nicht. Ist so, schlechter Wortwitz, tatsächliche Wahrheit. Ich habe vielleicht 3-4 Spiele mit ihm gemacht. Main Tank, der zwischenzeitlich irgendwie um die 65% Siegesrate hat, also sehr, sehr stark. Jetzt irgendwie abgefallen, wird im Meta nicht mehr so gespielt. Wir werden mal sehen. Mit seinen Q, dämonische Clown, schlägst du dreimal zu und der dritte Schlag stunt Gegner für 0,75 Sekunden. B ist sein nekrotischer Sog, du entweißt die Luft und fügst nahen Gegnern 110 Schaden zu und gewährst dir selbst Panzerung. Ja? Und dann die Einbruch der Nacht. Der Einbruch der Nacht erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit und du kannst dich durch Gegner hindurch bewegen und schläferst sie ein für 2,5 Sekunden. Sehr starker Skill, wenn man aus dem Gebüsch heraus agiert und so Gegner überrascht, weil man ist ja auch dadurch ziemlich schnell. Seine ureigene Fähigkeit, Eigenschaft ist, dass er sich für den Schaden, den er Gegnern zufügt, um 10%, um 45%, ich muss niesen. Nicht. Gegnerischen Helden 45% und nicht-terrorischen Einheiten 10% des Schadens als Leben heilt. Also er ist ja Vampir praktisch aus der Geißel von... Nee, er ist gar nicht von der Geißel aus Warcraft, er ist doch von der Legion. Ja, von der Legion, sagt er selbst. Naja, von der Legion. Also vampirisch ist er unterwegs. Er schnappt sich Leben zurück. Dann hat er Aasschwarm, wo er von der Bildfläche quasi verschwindet, für 3 Sekunden Schaden macht und du dich ordentlich heilst für den Schaden, und die dunkle Umwandlung, bei der du dir das Leben eines Gegners quasi tauscht. Und entsprechend, wenn du sehr, sehr wenig Leben hast, musst du halt quasi einen Gegner anklicken, der ganz viel Leben hat, und dann tauscht ihr Leben. Aasschwarm ist aber der Way to go. Werde ich jetzt hier auch nehmen. Wir gucken mal hier den Bild, den ich mir herausgesucht habe. 3, 2, 3 und dann den Aasschwarm und dann 3, 1, 1. So, worauf werden wir gehen? Wir werden auf Festmahl gehen. Wenn wir einem Gegner Schaden machen, heilen wir uns zusätzlich. Pro Gegner alle 6 Sekunden auftreten. Und wenn sie durch Einbruch der Nacht eingeschläfert wurden, kommt dieser Effekt nochmal. Also ich kann quasi Schaden machen, schläfere sie ein und mache nochmal Schaden. Alles weitere sehen wir dann im Laufe des Spiels. Wir bekommen ordentlich Damage rein. Valla für Sustain Damage. Nova und Li Ming eher für Burst. Und Nasibo auch für ein bisschen Lane Push. Auf der Gegnerseite haben wir einen Varian als Main Tank. Pendant. Sergeant Hammer kann mir ordentlich auf die Nerven gehen, da sie mich, wenn ich rankomme mit meinem Stun, kann sie mich wegdrücken. Das kann sonst eigentlich niemand. Also Varian kann zwar verspotten, taunten, er kann mich aber nicht wegdrücken. Also müsste funktionieren. Mit Varian gut klarzukommen, ihn einzuschläfern, nur die Hammer tatsächlich. Also ich glaube, die Hammer ist jetzt hier für mich als Mal'Ganis Main Tank, habe ich so irgendwie das Gefühl, das größte Problem durch ihr Wegdrücken. Weil sowohl mein Stun auf Q als auch mein Einschläfern auf E drückt sie mich weg und die Fähigkeit ist dann wahrscheinlich futsch. Ja. Okay, hier nochmal ein Check, alles fein, alles grün, alles super. Dann gehen wir hier rein, lang herfahren. Dann geht das hier los. Wie gesagt, die Übung mit ihm fehlt mir komplett. Er ist ein starker Held mit einem starken Kit. Eigentlich checke ich auch sein Kit eigentlich ganz gut. Aber mir fehlt halt völlig die Grenzerfahrung mit ihm. Wie weit kann ich mit ihm gehen? Was hält man aus? Was hält man mit ihm nicht aus? Ich weiß nur, aus dem Busch heraus einschläfern und stunnen, das funktioniert eigentlich immer ganz gut. So. Da schläfern wir mal alle ein. Und tschüss. Da drückt er mich weg, seht ihr? Oh no!
da kriegen sie mich. Aber wir kriegen den Varian vom Gegnerteam auch. Okay. Ich hab's zumindest geschafft. Ich muss das mal auf schnell Einsatz tun. Den dämonischen Clown ein. Akzeptieren. Jawohl. Ja. Gefällt mir besser. Dann kann ich hier nämlich gleich mit Q in eine Richtung, ohne nochmal klicken zu müssen. Das wären ja 6 Klicks. Für eins dann. 6 Klicks. Was macht denn die Nova? Mach mal. So. Okay, das ist ein bisschen AOE-Schaden auch, aua. Was sammelt denn der Hanzo? Der sammelt Q-Quests, ja da. Ah. Hä, wo sterben denn alle? Lol. Sterben alle oben. Lass mich. Ich glaube, den Hanzo hätte ich töten können. Okay, nochmal Schaden gemacht. Gut, 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 gut. Läuft der da? So, gehen wir unten das Sagara auf den Keks. Genau, kann sie gehen. Sie wirft mir den Hydralisken auf den Kopf. Mutalisken. Hydralisken, ne? Vertreibe ich ihn. So, und dann haben wir... Oh, da stirbt er. Ja, da stirbt er. Und da... Hanzo kommt auch noch. Was haben wir jetzt hier bekommen? Macht des Sagaras erhöht die gewährte Panzerung auf 50. Von meinem B. Okay. Okay, läuft noch gerade gar nicht. Ah, war das jetzt zu klug, da so reinzugehen? Ich weiß es ja nicht. Ah! Ja, war jetzt ohne Not tatsächlich. Ohne Not einfach, man kann sagen, Anfängerfehler. Ohne Not da reinzugehen. Hier oben stirbt die Hämmer, das ist gut. Ich komme nach unten zur Hilfe. Habe ich schon befürchtet, sowas. Aber gut, wir bleiben dran. Die Ulti vom Varian ist gerade raus. So, dann gehen wir hier. Nehmen da den Creep von der Sagara raus. Hier ist doch auch irgendwo noch ein Creep, oder? So, hier. Dann schauen wir mal, was wir hier bekommen. Okay, na gut. Ah, der hat gut Schaden genommen. Das war, glaube ich, ein guter Move. Dann gehen wir mal nach oben. Der kann durch mich durch ploppen. Was? Aber ich kann seine Bombe mit meinem W ganz gut aushalten hier. Es hat jetzt keinen Schaden gemacht. So, hab ich dich. Okay. So. Ja, viel kann ich ja jetzt leider nicht machen. Jetzt steht da die Hämmer und ich stehe da wie so ein Bob. Da, und da drückt sie mich weg. Seht ihr, genau das passiert. Ich kann nicht gegen die lanen. Ich kann nicht gegen die lanen. Ich kann hier nichts machen. Ich bin woanders tatsächlich sinnvoller. Ich gehe jetzt nach unten. Der Varian hat eher Probleme mit mir. Gegen die Hämmer habe ich keine Chance. Aber die kann ich doch nicht einschläfern. Sie einschläfert, genau. Aber halt Helden. Okay. Mein Wave Clear ist auch vom anderen Stern. Schlecht. Na gut, dann gehen wir mal in die Mitte.
da kickt er mich weg, vielen Dank. Und dann gehe ich, wenn ich jetzt hier gleich bin und wir haben eh gerade keinen 10, wir können eh gerade nicht voll rein, gehe ich mal auf in die Base zurück. Fügt nahen Gegnern nach dem Einsatz von Einbruch der Nacht 47 Schaden pro Sekunde zu. Genau. Das heißt, Einbruch der Nacht einsetzen und dann zack, bumm. So, jetzt im Moment können wir eh nicht rein. Ja, ich gehe aber trotzdem rein, weil ich so schlau bin. Wir kriegen es halt nicht. Das müssen wir denen lassen. Das ist einfach so. Wir haben kein 10. Jetzt haben wir 10. Jetzt haben wir 10. Ich habe nicht viel Leben. Das beste Ulti im ganzen Spiel. Triple Tap. So, dann gucken wir mal. Wir noch irgendwo was einen Fuß reinkriegen in dieses Spiel. Das läuft gerade nicht gut für uns. Hier können wir mal kurz tappen. Hier ist die Tracer. Dann machen wir halt. Wow, ich komme nicht vorbei. Machen wir halt zu viert ein Camp. Auch recht. Alle sind sie gerade unten. Dann können wir oben ein bisschen gegen pushen. Hier vielleicht was probieren. So. Bisschen soaken. Die Schreine erwachen erneut. Wir suchen die alte Macht des Drachenritters. Nicht so langsam. Und das solltet ihr auch. Wir müssen diesen Helden töten. Ja gut. Ja, unten drückt auch alles rein. Heißt, es ist alles gerade sehr großer Ungenuss. Ah. Mein Gemahl ist tot. Wir kriegen irgendwie überhaupt keinen Fuß rein. Das fühlt sich gerade wie pure Ohnmacht an. Ah, da schießt er uns ab. Ja gut. Keine Chance. Ich habe versucht, mit meiner Ulti da noch was zu machen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, wir spielen zu dritt. Also keine Ahnung. Gut. Varian rausgenommen. Dafür nimmt jetzt die das Camp und oben drückt die das Objective und oben drückt wieder ein Camp rein. Heilung erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit mit jedem, der durch einen Helden hat, der Heilungssektion um ein Pot des Magnus. Oh, jetzt wäre ich so richtig zackig! Ich krieg sie nicht! Ich krieg sie einfach nicht, das ist doch Wahnsinn! Au! Au! Wie viel Abklingzeit? 100, ja genau. Oh, das war viel Schaden. Ach, der Dumme. Aua! Ich komme halt nicht mehr raus. Keine Chance. Also echt keine Chance. Also. Ja. Ich habe echt das Gefühl, dass wir irgendwie zu dritt spielen. Also es ist irgendwie sehr, ja, schön. Der wird jetzt wahrscheinlich auch noch sterben, oder? Na, kommt weg. Schaden fehlt.
Ah, das ist viel Schaden. Oh, das ist aber auch viel Schaden. Oh! Okay. Ihr bekommt eine weitere Chance, euch als würdig zu erweisen. Nutzt sie. Ja, da spottet er mich. Ja, cool. Macht Spaß. Nicht. Oh Mann. Bin ich froh, wenn der Malganis rum ist. Ist halt kein... Ich hab halt... Oh Mann. Es muss immer einen Drachenritter geben. Aber werdet ihr es sein? Ja, weiß ich doch nicht. Ja, ja. Ja, ja. Genug Zeit vergeudet. Einverstanden. Lass diesen hier sterben. So, und jetzt hier entfesselt eine Welle Fledermäuse. Wow. Ja, keine Chance. Baller stirbt irgendwo. Der Drachenritter wird euch zu Asche verbrennen. Also ihr seht's ja, keine Chance. Also das ist echt hart. Spielen aber auch gut. Also, komm. Der zieht sich zurück. Hanzo drückt mir wieder Schaden rein. Ich darf wieder back. Hier unten. Das war mein Plan. Hier drückt die Hämmer rein. Jawohl, nice. Ah, ich komm nicht ran. Komm nicht ran. Aber jetzt sind sie mal... Ah. Boah. Ah, das tut schon weh. Es ist von höchster Dringlichkeit, dass ich mich zurückziehe. Aber wir haben tatsächlich irgendwie, wie auch immer, die Hämmer mal bekommen. Also was macht das jetzt hier? Der Sog. Entfesselt eine Welle Fledermäuse von mal... Vor mal gar nicht. Gegner... Schaden machen. Vor mir... Ah, da waren die Fledermäuse. Okay, verstehe. Mit Vergnügen. Lass diesen hier nicht sterben. Mhm. Energie sammelt sich in den Schrank. Nehmt sie ein und werdet der neue Drachenritter. Weg. Ich komme nicht mehr weg. Ah, den Hanzo hat's ziemlich gesprengt. Die Valar sprengt jetzt leider auch. Oben drückt dabei rein. Kriegen auch keinen Druck drauf. Ich meine, wir haben jetzt gleich Level 20. 20 ist nochmal so ein Level. Level an, also wirklich. El núcleo está bajo ataque. Vamos, rudos, tienen que reaccionar. Die sind ja ziemlich koordiniert. Das heißt, ist es allein in der Dunkelheit nicht vielleicht sogar noch besser? Die Flammen werden euch holen.
Aber ich meine, wir haben jetzt keine Chance mehr, glaube ich nicht. Wir werden hier keinen Fuß mehr reinkriegen, die Gegner waren einfach zu gut. Puff, trifft die Nova, volle Kanne. Ja, ich treffe ihn und er... Naja. Er schläfert mich noch ein. Oh, darf nicht sein. Bis zum Schluss. Good luck next. Ja. Hervorragend. Was denn, Stomp? Oh. Ja, war gut. War gut. Ich habe es wenigstens noch aufs Tablett geschafft, hier Anästhesist, aber war ein extrem schlechtes Spiel, also überhaupt keinen Impact gehabt. Ich habe nie gefühlt, dass mal so ein Einschläfern oder ein Stun irgendwie beim Gegner was bewirkt oder so, keine Ahnung, dass unsere Damage-Dealer dann irgendwie Kapital draus schlagen könnten, dass da mal ein Schaden nachkommt. Mein Positioning war auch nichts Besonderes, also wirklich Festmahl, Macht des Sageras, Breiten der Seuche, Aasschwarm, rauschendes Blut, Seuchenfledermäuse. Bis Level 20 sind wir gar nicht gekommen. Naja, wenn es euch gefallen hat, ne, ihr wisst, Abo, Like, Kommentar. Und als nächstes spielen wir Maltael. Mit dem fühle ich mich ein bisschen sicherer. Das ist gut. Bis denn.